Lars Wiedemeyer, ich bin Kurator dieser Ausstellung, habe das Konzept mit Jules zusammen entwickelt und wir wollen uns heute Abend so circa eine Stunde lang über sein Werk und die verschiedenen Entwicklungen in seiner Arbeit über die Jahrzehnte, kann man jetzt fast sagen, unterhalten und genau, herzlich willkommen. Die Ausstellung heißt ja Summit. Summit ist die erste Ausstellung für, oder Einzelausstellung, die Jules in Zürich, seiner zweiten Heimat quasi, hat seit 2006. Sie fasst, wie der Name andeutet, wie man den Namen aber auch auf vielen Ebenen verstehen kann, hat er verschiedene Bezüge zu seinem Werk. Sie fasst einerseits, ohne eine Retrospektive sein zu wollen, doch einige Aspekte und 10 Serien seines Arbeitens zusammen, zeigt Auszüge daraus. Summit ist aber auch ja ein Begriff, der oft verwendet wird für Gipfeltreffen von CEOs oder von Politikern. Auch da kommen wir noch darauf, bei Temporary Discomfort ist das wiederum ein Bezugspunkt, den man sehen könnte. Und Jules ist aber auch ein Kenner oder ein Mensch, der ein Gespür für Randgruppen hat, wie wir merken werden. Ganz besondere Randgruppen wie eben Web-Teilnehmer oder SAP-Mitarbeiter. Genau, also auch auf verschiedensten Ebenen hat Jules ein Gespür für Politik und Gesellschaft, die immer wieder thematisch auftauchen in seinen Arbeiten und die er dann mit seinen Strategien, seinen Bildfindungsstrategien eigentlich immer in den kritischen Kontext setzt. Genau. Meine erste Frage an Jules wäre eigentlich, was war sozusagen der Punkt, wo du gewusst hast, dass du dein ganzes Leben mit der Fotografie verbringen willst? Wie ist das gekommen? Hast du da gibt es da einen Gründungsmythos, den man erzählen kann? Ich bin ein wahren Gründungsmythos. Ich bin zu Fotografie gekommen wegen einer gescheiterten Liebe. Ja. Ich war mal von der Fotografin quasi zurückgegangen zu ihrem Fotografenfreund. Habe ich dann die Kraft der Fotografie gesehen. Und es gab diesen Moment, wo sie Schwarz-Weiß-Fotos von sich anschaut. Und da habe ich gemerkt, weil ich sehe, was geschehen und weiter gesprochen, was auch. Und ich habe nie für sie angefangen zu fotografieren. Was war die Anfangsmotivation? Das stimmt, das ist so. Ja. Natürlich ist das nicht die Motivation, die 30 Jahre anhält, aber das war der Auslöser. Ja. Okay. Und dann bist du ja eigentlich einen Weg gegangen, der ziemlich weit von dem ist, wo du jetzt bist. Nämlich du hast als letztendlich redaktionell auch arbeitender Fotograf angefangen, hast am ICP in New York eigentlich die Ausbildung genossen, die auch schon eher journalistisch, fotojournalistisch und Concert Photography mäßig ausgerichtet war, oder? Und, Concert habe ich bis dahin gemacht und manches anderes machen wollte, habe ich auch dort nicht mehr gemacht. Ja. Also die Linie habe ich aber angefangen mit dem Autodidakt. Habe dann meine ersten Bilder, die ich überhaupt gemacht habe oder publiziert habe, waren in der Wolfs Demonstrationen, Hausbesetzungen. Und dann für die Schweizer Beobachter, wie es langsam. Dann habe ich also parallel habe ich Soziologie studiert, fotografiert und noch bei einem Modefotografen assistiert. Ja. Und dann 1992 bin ich ans ICP aufgenommen worden und parallel in die ZHGK und dann habe ich entschieden, lieber ein Jahr New York als 3 Jahre in Zürich. Aha. Und habe dann ein Stipendium gekriegt mit der Begründung. Ich habe gesagt, ich bin dann schon nach einem Jahr als Steuerzahler zurück. Also auf jeden Fall, das Argument scheint funktioniert zu haben. Und ich habe dann ein Langzeitprojekt gemacht, 92 in Schwammerding, habe ich ein Jahr lang fotografiert, ich habe da draußen mein Atelier gehabt und für mich war das so angewandte Soziologie. Ich habe dann auch aufgehört mit der Soziologie, die Themenstellung war eigentlich ähnlich und für andere Instrumente. Und vielleicht wegen der Arbeit bin ich an ICP aufgenommen worden, das ist keine reguläre Ausbildung, sondern ein Einjahreskurs in Dokumentar und Reportagefotografie bei der Schule, die Magnum gegründet hat oder Magnum gegründet, mitgegründet hat und so ein bisschen in dem Umfeld sich auch gespielt hat, ein bisschen bis zu einem Gold, ich sage es mal, Fotogeschichte, oder? Als
eingeschränkt. Wir haben zwar unter Stephen Shore aus Wales. Und so richtig angefangen habe ich danach mit redaktionellen Aufträgen, schon für Journalismus und so weiter. Für drei, vier, fünf Jahre war ich mit einer Agentur, die wir zusammen gegründet haben. Ein paar Fotografen meiner Generation. Und so ist es dann immer mehr in die so über eigene Arbeiten die Kunst gegangen, ohne das so geplant zu haben. Und wenn wir nur noch kurz zur Anfangsmotivation, was da besonders wichtig war, sie hat mich in die neue Welt eingeführt. Ich komme von den Bergen, aus dem offensichtlichen Summit, den du gestern hast. Jetzt versaust du den Übergang zu den zweiten Brustungsteil, nämlich Jules ist ein Mann der Berge. Deine Eltern haben ein Hotel geleitet in der Wohnung. Und das ist sozusagen ja auch der Ausgangspunkt für zwei deiner großen Berggruppen eigentlich, über die wir jetzt vielleicht am Anfang auch kurz reden sollten. Also die Struktur von der Ausstellung ist sind die zwei großen Langzeitprojekte von 2001 bis, je nachdem, wann man sie beendet, 16 oder 9. Also die Klassiker aus hier in der Hauptgalerie. Eher die neuen Arbeiten mit zwei, drei Ausflügen genau. In die Vergangenheit. Und da haben wir noch so einen Sonderbereich, das Entree und eben das Schaufenster, genau. Wo wir auch noch darauf kommen, auf die Herleitung, was das auf sich hat. Genau, aber vielleicht kannst du mal einfach erzählen, also das Snow Management ist ja auch eine vielschichtige Arbeit, eigentlich auch wie viele deiner Arbeiten auch in etlichen Kapiteln ausgeführt. Wie hat das angefangen? Also das ist ja zeitlich sozusagen, fängt es nach dem anderen Projekt Temporary Discomfort. Die haben eigentlich in derselben Woche begonnen. Okay. Also ich habe in der Woche vom Wave habe ich einfach noch die ersten Bilder von Skipisten gemacht. Ja. Das habe ich dann zwar ein bisschen zurückgeschoben und im nächsten Jahr darf ich weitermachen, aber eigentlich habe ich das in derselben Woche begonnen. Und der Auslöser für die Temporary Discomfort Arbeit war eigentlich der Unzufriedenheit im Fotojournalismus und unserer Fotografie, die so zu erwarten in der Erde, die versucht einen zu fangen, ohne sich als Fotograf oder in einer Position oder in Betrachter mit einzubeziehen. Und da war für mich die Frage, wie kann man von politischen Ereignissen unabhängige Bilder machen, war die erste Fragestellung. Ausgelöst von der Erfahrung des Irak, der Besetzung von Kuwait 1991 durch den Irak, durch die Bildwelt, die damals von den Amerikanern kontrolliert wurde. Und einzig die Bilder, die sie produziert haben, wurden überhaupt sichtbar gemacht. Bis dann, das war ein wichtiger Auslöser, mich so verlässlich über das Buch Fächer, die dann Wochen nach der, oder ein paar Monate, oder vielleicht auch noch Wochen nach der Invasion dann über den Irak geflogen ist mit UNO-Helikoptern und dort die Spuren fotografiert hat, die banalen Spuren dieses Krieges, der mir gesagt hat, wow, sieh mal, die Spuren zeigen dir, was dir alles vorhat. Die zeigen zwar nicht die Kriegsarmen, aber die zeigen die Spuren von etwas Unglaublichem, wovon dir alle visuelle Informationen vorenthalten worden ist. Und so habe ich gefragt, wie kann man überhaupt, und hatte ich das Gefühl, ich muss in den Krieg gehen, in eine Gegend, wo ich nicht kenne, nur zwei Wochen dort bin und ein bisschen journalistisch ein bisschen da eintauchen, sondern ich muss das irgendwo machen, wo ich mich auskenne. Und da bin ich aufs WEF gekommen. Ich kenne Davos, ich kenne das WEF seit ich das Buch. Irgendwann im Januar kamen schwarze Augen, plötzlich Männer daher, die Ingolstadt kennzeichnet und so weiter. Ich kann da den Bericht aus dem Medien, wusste genau, was daran irgendwie so nicht ganz stimmt oder wie ist die Wahrnehmung darauf. Also jetzt auch mit den Berichten, mit der Realität so sich auch ein bisschen auch. Und dann war das mein Feld der Recherche. Und der zweite Gedanke war, anstatt dass ich mit einer Kamera rumrenne und versuchte, ich gleichzeitig verschiedene Strategien anzubringen. Also zum Beispiel Portrait, Überwachung und so Urban Landscape Photography. Am gleichen Anlass, also wie so kubistisch etwas anzuschauen, nicht sagen, das ist meine Kamera und mit dem fange ich jetzt so etwas über Highlight. Ich gebe euch drei Standpunkte, kombinieren müsst ihr sie selber, das Kind ergibt. Und das ist eigentlich, das ist gleich geblieben, auch in der Ausstellung hat es viele Werke, die haben dann verschiedene Endformen heute. Das ist, glaube ich, auch eben. Bei Snowmanagement gibt es die Parallelität, dass es 7 Kapitel sind über die Jahre entstanden, von der Beschneiung, die eine Analogie ist zur Landwirtschaft, also
Von meinem Untertitel heißt es nochmal von der Arbeit, ja, Wertschöpfung am schiefen Acker. Also man sät etwas und erntet dann, oder? Und die Bearbeitung des Bodens, was fototechnisch visuell interessant ist oder prothetisch interessant ist, dass dieselbe Maschine, die Piste bearbeitet, beleuchtet sie auch. Und in einem weiteren technischen Prozess ist es die Fotokamera, die das aufnimmt und ein Landschaftsbild erzeugt. Also die mehrere technische Prozesse, die am Schluss so etwas wie eine Landschaft ergeben. Und nicht nur die Landschaft, das haben wir aufgenommen. Das hat ein Beispiel von einem Berghang, von so einer Steinwüste im Sommer, der so gesucht wird, dass man fast nicht glaubt, dass das die. Das war ja eine Zeit, im Grunde genommen die frühen 90er Jahre, wo auch so eine Art Zeitenwandel stattgefunden hat, könnte man sagen, wo auch wieder sozusagen das propagandistische Moment von der Anwendung vom Bild verstärkt wird, oder? An verschiedenen Stellen sozusagen. Und das finde ich eigentlich auch das Interessante an deinen Arbeiten, wie die eigentlich mit diesem Modus von dem Überangebot von Bildern, was dann eigentlich die so einsetzt und immer sich weiter exponentiell intensiviert, wie das eigentlich zu einer künstlerischen Strategie wird, wo auch sozusagen die Vielheit der Bilder eigentlich das Einzelbild zwischendurch in Frage stellt und dann aber auch immer wieder das Einzelbild ins Spiel zurückbringt und reinwirft und es befragt und guckt, was es eigentlich kann, das Einzelbild. Das sehen wir vielleicht am besten, könnte man jetzt hier so einen Seitendiskurs machen bei der Arbeit Wien über den Opernball, wo du ja dann eigentlich wieder erzeugst 10.008 Bilder über eine Zeitperiode. Vielleicht müssen wir kurz erklären. Das erste Panorama, von dem du jetzt sprichst, ja, mit steuerbaren Kameras, sehen wir hinten, das Röhrlichtchronik-Forum bei der vierten Serie. Habe ich gedacht, wenn ich jetzt noch was mache, muss ich was Zusätzliches machen. Und auch angelehnt an die Gedanken vom Irakkrieg damals, hat der Paul Benio ein Buch geschrieben über die Kriegsführung im elektronischen Raum. Ich möchte irgendwie mit einer Technik arbeiten, die auf der Höhe ist von den Sicherheitskräften. So. Das ist im Grunde genommen für mich diese Arbeit hier, was auch die neueste Arbeit ist, Inside SAP. Das ist eigentlich für mich auch ein perfektes Haiku sozusagen, um dieses Phänomen irgendwie zu durchleuchten und anzugucken. Vielleicht kannst du einfach zu der Arbeit Inside SAP noch was sagen, weil die ist ja auch sehr prominent. Also die Vorgeschichte dieser Arbeit, die sich vereingelandet von Stahl für ein Festival in Deutschland, wo gleichzeitig in 7 Institutionen für ein Festival gleichzeitig 7 Themen in 7 Institutionen stattfanden, wollte er, dass ich für jede diese Institution so eine neue Panoramaarbeit mache zum jeweiligen Thema. Und zwar in dieser Gegend Mannheim, Ludwigshafen, Heidelberg. Ja. Also wir sind zusammen auf die Idee gekommen, dass wir für jede eins machen. Er hat mich einfach gefragt, was könnten wir machen. Und dann habe ich dann im Zug und vielleicht selber gemerkt, dass es auch ein bisschen schwierig, überall dort oben zu einem Thema was zu finden, so eine bessere Idee, ganz woanders. Gehabt. Auf jeden Fall die Arbeit SAP, dort habe ich beim Softwarehersteller SAP bei Wolf eine Aufnahme gemacht von ihrem Innenraum, vom repräsentativen Gebäude. Das ist aber ein sternförmiges Gebäude mit einem schicken Innenhof und oben hat es so auch noch eine schöne Lobby. Also das ist das, was die Öffentlichkeit sehen darf von diesem Unternehmen. Dort habe ich eine Panoramaaufnahme gemacht und dann gemerkt, die ist absolut unbrauchbar. Ich habe also bin mir vorgekommen, wie du kannst machen, was du willst in der Gummizelle. Das heißt, das Bild hat ausgesehen, wie wenn es eine Eigenproduktion für den Jahresbericht, oder für die Versammlung. Dann habe ich zum Kurator gesagt, hey, das funktioniert nicht, aber ich habe da eine Idee. Wenn man jetzt diese Bilder nimmt, diese Einzelbilder, und die nicht zusammenrechnet, sondern nacheinander als Projektion zeigt, da bekommt man eigentlich so den Eindruck, da hat jemand die hausinterne Überwachung angezapft. Das ist eine wunderbare Idee, aber das findet im großen Willem-Hack-Museum statt, die Eröffnung. Dort muss ein großes Panorama-Bild von dir hängen. Kommt. Und dann habe ich bei John Deere dann halt noch kurzfristig eine Faktorfabrik, eine Schichtfoto. Okay, und dann später habe ich das wieder aufgenommen. Das ist ja nicht gezeigt worden, weil ich nicht durfte oder irgendwas, sondern weil ich auf der Grund habe, das ist nicht gut. Und ich habe aber aus einer, ich weiß nicht, das hätte nicht in das Gesamtkonzept. Die Idee war schon, dass diese Erkennbarkeit von so einem Panorama, hier haben wir übrigens
Tanzboden 1, ein anderes, das einzige Bild, was von dieser Mannheim-Geschichte hier noch hängt. Was wollte ich sagen? Aus irgendeinem Grund, ich hatte schon immer mal vor, ich bin wegen dem Opernball draufgekommen, weil beim Opernball hatte ich zwei Kameras, die jede Hälfte des Raums fotografiert. Dann hat es manchmal durch die Überschneidung irgendwo hat es eine Zone gegeben, wo beide Kameras gearbeitet haben. Da habe ich gemerkt, da gibt es fast gleiche Bilder, die sind nur um ein paar Sekunden auseinander. Da habe ich mir überlegt, das werde ich machen, irgendwo das zu machen, zwei Panoramas, die nur sich um ganz wenig unterscheiden. Und aus irgendeiner Intuition habe ich damals das gemacht, dass jede Position wurde zweimal fotografiert, zweimal im Abstand von zwei Sekunden. Und das ist dann schon selbst diese Arbeit geworden. Und was dort passiert ist, in diesen zwei Sekunden kann sich natürlich etwas verändern oder auch nicht. Und ich habe dann diese zwei Bilder jeweils übereinander gelegt, so dass sie nur noch die Unterschiede von zwei Bildern zeigen. Also die Bilder, die man hier sieht, ist nicht ein Bild, es ist ein Bild vom Unterschied von zwei Bildern, das wieder nur ein Bild ist. Ist eigentlich die Analyse also, nur wo man was sieht, nur dort wo nichts ist, ist das Bild schwarz geblieben. Also hier, das sind alles Detektionen, wo tatsächlich, wo sich was verändert hat zwischen diesen zwei Sekunden. Es ist also eine ganz einfache visuelle Detektion von Veränderungen. Primitivste Datenauswertung. Und das ist ja gerade auch das, was dieses Softwareunternehmen macht. Also SAP ist ein Unternehmen, das macht Programme, hat angefangen mit Buchhaltungssoftware, heute machen die ganze elaborierten Programme für, wie man zum Beispiel vermutlich jetzt die Kumuluskartendaten, wie man die strukturiert und auswertet und zu Profilen führt. Von Controlling zur Kontrollgesellschaft. Genau. Und dann gab es noch einen zweiten Zufall, und zwar ich habe ein Panorama gemacht in der Justizvollzugsanstalt Mannheim. Das ist ein panoptisches Gefängnis. Das hat den genau gleichen Grundriss. Den man da auch dann sieht? Den man da übrigens sieht. Hier wird übrigens diese Analyse wird da live vorgeführt. Die da dann in besonders Pektoralbildern sichtbar wird hier ein live im Sammeln vorgeführt. Ich bin dann eigentlich auf diese Gedanken, was das eigentlich bedeutet, bin ich erst über die Analogie gekommen von diesem Grundriss vom Gefängnis und vom SAP-Hauptgebäude. Und zwar, die haben den gleichen Grundriss und das ist, kann man sagen, ist ein Zufall. Das Entscheidende ist nun nicht, dass ich sage, SAP ist ein Gefängnis, aber was die machen, das Gefängnis überwacht die Menschen physisch und SAP, die Software, die SAP produziert, kann Menschen die Spuren von Menschen überwachen. Also da gibt es eine Funktionsanalogie, die mir bewusst geworden ist über die architektonische Analogie von diesen Gebäuden. Und du musst einfach nochmal erzählen, das sind auch teilweise subtraktive und additive. Also die Videos ist das eine, sind ja diese Einzelbilder aneinander gereiht, so wie ich damals dem Kurator vorgeschlagen habe. Das könnte man noch so zeigen, und dann ist es viel interessanter als die schöne Halle da sieht. Und daneben sieht man parallel die zwei Bilder, die Differenz davon. Also einmal laufen die Bilder hintereinander und daneben laufen sie doppelt so lange die Differenz davon, sodass es synchron läuft. Und das sind ja auch Prozesse, die in industrieller Fertigung zum Beispiel, ne, bei Qualitätskontrolle, das sind alles solche Prozesse, wo visuelle Daten eigentlich abgeglichen werden das ist eine Welt eigentlich, wir reden immer von dem Bilderfluss und von dem Überfluss der Bilder und wir sind eigentlich schon viel weiter, nämlich in der Zeit, wo die meisten Bilder, die entstehen, eigentlich gar nicht mehr programmierter Maschine zu Mensch sozusagen funktionieren in ihrer Rezeption, sondern es sind eigentlich Bilder, die nur zwischen Maschine und Maschine ausgetauscht werden. Die sind also niemals intendiert, um jemals von einem menschlichen Auge gesehen zu werden. Es gibt halt noch den Übergang und das ist der zweite Ding, wo ich drauf gekommen bin für Drausdorf. Ich habe ein Panorama gemacht beim Verkehrsleitzentrum in Flüelen, das die Gotthardzubringer Autobahn überwacht. Dort habe ich also 24 Stunden Aufnahmen gemacht von diesem Verkehrsleitzentrum. Und dort ist es zum Beispiel so, wenn jetzt im Tunnel was geschieht, ein Auto stehen bleibt, dann gibt es einen Alarm. Warum gibt es einen Alarm? Die Kameras stellen fest, da sind ein paar Pixel,
ändern sich permanent von diesem Grau vom Boden auf zum Beispiel Rot von der Karosserie. Da haben sie mir erklärt, wenn jemand eine Zeitung aus dem Fenster rauswirft und es bleibt so groß auf dem Boden liegen, dann gibt es einen Alarm. Und dann, wenn es einen Alarm gibt, dann schaut ein Mensch dann, da sind wir zwei, drei Leute, der schaut dann die Monitoren an, oder wie die hier, der ist nur den schwarzen Monitor, der muss nur schauen, wenn im schwarzen Monitor was aufleuchtet, ist da was, und nicht die ganzen drei Stunden. Oder? Und da gibt es einen akustischen Alarm, dann schaut der Beamte auf den Monitor und muss in dem Moment er selber entscheiden, ist das jetzt eine Gefährdung oder nicht, muss da jemand rausrücken, oder ist es eben halt nur eine Zeitung, die am Boden liegt und irrelevant ist, sicherheitstechnisch. Das muss dann wiederum ein Mensch entscheiden, aber den ersten Alarm, der gibt und das passiert ja, das Gleiche passiert mit Gesichtserkennung, oder? Also Nummernschildererkennung, Verhaltensmustererkennung von der Drohne aus. Das sind alles so Sachen in der Zeit von so Paranoia und Terrorismusanschuldigungen sozusagen oder Neuinterpretation von dem, was Terrorismus ist. Gibt es ja auch den Begriff des Sleepers und vielleicht ist das auch ein guter Abschluss für unsere Also für mich übrigens gibt es eine andere Referenz, die ich habe bei diesen Bildern angeschaut, ich habe mir gedacht, hey, mich erinnert das an eben so Urbilder oder frühere Bilder und da bin ich auf HR Giga gekommen. Irgendwie gibt es von Giga, es gibt so Zeichnungen mit diesen Abgründen und so, das sind übrigens Bilder vom Fahrstuhl hier. Das war sich da immer was bedenkt. Und irgendwie so diese, ich kenne Giga seit ich 12 bin und unsere Angestellten im Hotel, die Lehrlinge oder die anderen 10 Jahre alt waren, die haben Giga-Posters in den 70er Jahren im Zimmer gehabt. Oder? Das hat sich schon extrem unterschieden von allem, was ich bis dorthin gesehen habe. Oder? Das war noch vor Alien. Oder? Mit Alien ist dann der sowieso bekannt geworden. Aber diese Bilder mit dem Omikron und so weiter, die habe ich als Kind noch. Mich haben diese Bilder noch schon sehen, ich habe das erinnert. Und was ich danach immer interessant sagen, ist, wie man über seine eigenen Bilder etwas über die Welt lernt, wenn man zum Teil Dinge drin sieht, die überhaupt nicht geplant waren. Beispiel diese Arbeit, die war nicht aus das geplant. Der Opernball war nicht geplant, diese Auswertung war auch nicht geplant. Sondern die hat sich im Verlauf des Prozesses ergeben, durch Selektieren über die Bilder selber, über das, was man gemacht hat. Ja. Und das ist ja auch dieser Kontrollverlust oder dieser kalkulierte. Der Teil, der einen zu neuen Erkenntnissen bringt. Ja. Ja. Nicht nur. Eben, und das vielleicht möchte ich das transportieren, dass nach die Welt nochmal, die soll ja nicht das sehen, was ich sehe, sondern schaut doch mal, deckt ihr doch dort noch was nach. Genau, und als Abschluss, wir haben bevor alle anderen einschlafen, gehen wir zu den beiden Schläfern da. Ich weiß, vergesst, wir wollten das da draußen noch thematisieren, dieses Bild, das wir in der Einladung hatten für den heutigen Abend. Genau, mit nahe Ziel, das ist der Betrachter. Genau. Da bin ich viel zu nahe, das ist ein Bild von diesem Ausschnitt hier. Oder? Ja. Ist zwar sehr ein kleines Bild, man kann es gerne übersehen, es ist trotzdem die größte Vergrößerung verglichen mit der Realität. Das ist ein unangenehmes Bild eigentlich. Ein gemeines Bild. Schaut einmal, man sieht es. Und eben da hinten habe ich auch das sind die allerältesten beiden Bilder, die sind von 1998 von Leuten, die in Frankreich nach so großen Raves im Sommer in ihren Autos übernachten. Ich war selber einer dieser Raves damals und habe mich dann gezwungen, des Nachts um 5 Uhr morgens, ich bin ja eigentlich zum Fotografieren auch hier, hatte die Mittelformatkamera mit und habe da diese schlafenden Leute in diesen Autos fotografiert, die jetzt auf einmal wieder aktuell werden, die ist damals einmal gezeigt worden und jetzt in dem Kontext passen die eigentlich wunderbar rein. Ja, ich denke, wir machen mal die Runde auf für Fragen vielleicht auch. Gibt es noch Fragen zu Sachen oder Fragen, die wir klären müssten oder die man schon immer mal an Jules Binard stellen wollte und sich nie zu fragen hat? Genau, da gibt es noch einen Titel von Rodien, eigentlich noch. Ja, ich habe eine Frage zu diesem Panorama, und zwar, was ich nicht ganz verstehe, ist, die Kamera macht Einzelbilder. Warum macht die Kamera Einzelbilder, damit über einen gewissen Zeitraum eine Szenerie, zum Beispiel diese Eingangshalle oder die Oper, glaube ich, ist, dokumentiert werden kann? Und warum macht sie nicht nur ein Bild? Das verstehe ich nicht ganz.
Oder ist das deine künstlerische... Also die Idee ist ja da, dass es einen Zeitraum von 88 Minuten in dem Fall zeigt. Durch kleine Einzelbilder, oder? Ja. Mhm. Also es hat 488 Momente drin, in einem, wenn ich nur ein Bild mache, also nur einen Moment drin. Aber die Kamera wurde nicht so für das hergestellt, dass überhaupt... Also das ist nicht definitiv. Es ist... Also hier war das erste Mal eine andere Technik. Ja, hier war es das erste Mal. Also was es ist, die ersten Aufnahmen, die vom Webmarkt, das ist eine Webcam. Und ich bin draufgekommen, weil in Davos auf der Webseite hat es Panoramen drauf, die zeigen von der Parzelle den Blick ins Tal und die Schneebedingungen zu ermitteln. Und die sind zusammengerechnet, das sind 4 oder 5 Aufnahmen, so gemacht und dann zusammengerechnet und jede Viertelstunde abgespeichert. Diesen Ausschnitt habe ich kontaktiert. Genau. Und das ist natürlich Weitwinkel, also so normal Bildaufnahmen, zusammen gibt man es 180 Grad. Hey, weißt du was, ich stelle die Kamera vor das Wave. Schon das ist mal eine Kontextänderung. Dann einen anderen Zweck, also von einem Marketingzweck zu einem Überwachungszweck umgenutzt. Oder? Weil es ist ja so, dass eine Kamera ist nicht per se eine Überwachungskamera. Ob es das ist, dann entscheidet die Anwendung. Oder? Ein Auto kann auch eine Waffe sein oder ein Gerät zum Vergnügen. Oder? Und dann habe ich gesagt, was passiert, wenn man jetzt maximal zu, also 2 Grad Bildwinkel, und wenn ich dann 180 Grad habe, wird aber schon mal 90 Meter, also geht es nur über eine Zeit. Und so bin ich darauf gekommen, dass man einen Zeitraum einführen kann. Und was aber die Parallele ist, natürlich sind die historischen Schlachtpanoramas. Zum Beispiel zum Babaki-Panorama, was kürzlich ein Kunstkritiker ein bisschen provokativ gesagt hat, das sei das wichtigste Kunstwerk der Schweiz. dort wird ja dieser Einzug von der geschlagenen Bobaki-Armee thematisiert, die ja nicht in einem einzigen Moment stattgefunden hat. Dort wird, oder das Murtenpanorama, das ist eine ganze Schlacht in einem Bild drin. Also es ist Komprimierung von Zeit und Raum, oder? In einem Bild. Beim Opernbau, das ist der ganze Opernbau. Ich habe das auch beim Fußballspiel gemacht, ich glaube 3003 Bilder über 90 und etwas längere Minuten. Oder links ist das Stadion voll, da waren die Leute, rechts ist am Schluss leer, es hat 2 verschiedene Resultate. Am Schluss war es noch ein anderes, als in den beiden Monitoren aufleuchten. Und ein paar sieht man überhaupt keinen. Also es hat auch alles verpasst. Dort war es ein Gegenbild zum Medienbild, zum Fernsehbild, da sieht man wie magnetisch angezogen. Den Ball nachfährt, während meine Kamera ihr eigenes Programm hat. Natürlich, die Kamera, die, das darf man nicht vergessen, die Frage ist nämlich gar nicht so blöd, weil, es ist immer gleich viel drauf. Es ist halt, ob ich es einmal mache oder in Teile, es ist gleich viel drauf. Oder? Nur sind das Wissen um die verschiedenen Momente macht's komplexer. Das ist noch eine technische Frage. Die Kamera nimmt nicht diese einzelnen Bilder auf. Also die zoomt so runter und die tastet eigentlich den Raum ab. So funktioniert. Ja. Also natürlich ist es ein bisschen überlappend. Die Kamera hier ist eine Spiegelreflexkamera. Genau, ist ein motorischer Stativ. Zwei Motoren drauf ist. Die hat jetzt also dieses Bild, das ich 10 Meter groß mache, und es hat immer noch fotografische Auflösung. Es hat mal andere Nachteile. Es ist nicht so. Also, ja, es hat ein bisschen andere Eigenschaften als die Webcam. Aber jetzt sind im Wesentlichen die Bilder und die werden dann aneinander gereiht. Also bei den ersten Bildern war es immer noch so, die waren Winkel korrigiert, jedes einzelne, damit man sie problemlos zusammenfügen kann. Jetzt ist mir das nicht mehr ganz so wichtig. Und bei dem Bild sieht man es jetzt nicht, weil alles ziemlich frontal ist. Aber wenn es dann wirklich tief runterkippt, würde es eine Wahnsinnsüberlagerung geben. Das ist hier nicht mehr so relevant. Journalistische Fragen. Du hast vorher die Drohnen erwähnt. Hast du das schon? Drohnen? Ja, umgesetzt. Ja, es war immer wieder so ein bisschen die Frage, muss ich, soll ich, was ist jetzt da wirklich neu dran? Also ich hatte 2003 eine Idee, die hätte ich ins Gefängnis gebracht. Und zwar, ich war fasziniert von diesen Bomben, auf die man Kameras drauf tut. Und was mich fasziniert hat, ist, dass ihr Effekt ist gerade nicht mehr sichtbar.
dort. In dem Moment, wo sie explodiert und die Kamera zerstört, wird nichts mehr übertragen. Das fand ich unglaublich. Genau dort, wo man sehen will, was habe ich eigentlich bewirkt, wo ich jetzt mein Tun quasi beurteilen könnte. Oder? Und zu sehen, ob es verantwortungsvoll oder nicht, weil genau dann schaltet sie ab. Da habe ich überlegt, ob ich die Kamera auf ein Modellflugzeug schrauben soll. Also nur kurz Einschub. Bis ich zu dem gekommen mit dem WEF, damit mit dem habe ich ziemlich viele absurde Ideen in meinem Kopf gehabt. Eben die eine ist, ein Modellflugzeug aufs Kongresszentrum abstürzen zu lassen, das dann filmt bis zum Absturz. Wenn ich das damals gemacht hätte, das hätte völlig unproblematisch gewesen, bis auf den Schaden. Mhm. Aber das dann zu veröffentlichen, ich glaube, das hätte wahnsinnige Energie gegeben. Ich habe ein paar Bilder gemacht von möglichen Orten, wo sich Heckenschützen in der Hose verstecken könnten, wo so ein bisschen im Schnee so ein paar Spuren und so, fast den Bock, mal das Gewehr auflegen. Solche potenziellen Bilder habe ich ein paar gemacht, zwei, drei, oder habe auch mal die Idee gehabt. Ich habe in der Zeit, wo ich das entwickelt habe, in den Zimmern gelegt, hatte viel Zeit im Atelier von Landis und Gier, um mir zu überlegen, was man noch alles machen könnte. Da gibt es so Spy-Shops, also da gibt es Läden, die haben nichts anderes als Equipment für Amateurspione. Da habe ich mir gedacht, ich könnte im Sommer in den Kurpark gehen und dort Kameras installieren, die ich dann von außen aktivieren kann, wenn dann die Zone zu ist. Also viele solche Sachen habe ich mir überlegt. Und dann, der interessante Punkt war dann der, es muss einen Anlass geben, wenn da was zu tun hat, die latent schon da ist und über diese Webcams vom Skiberg, bin ich dann, hey, das ist das Ding, du musst jetzt das nehmen und da drunter stellen. Das hat dann Sinn gemacht. Das andere war alles so ein bisschen an den, ich habe nicht mehr viele Abhaken beigezogen. Aber das ist gerade ein guter Punkt, weil die sozusagen die Bewaffnung des Bildes, also entweder als ideologische Waffe oder auch wirklich dann bei Drohnen sozusagen wirklich das, wo es integraler Bestandteil eigentlich ist von einem Zielmechanismus und so weiter, das sind schon Punkte, wo wir jetzt gerade wieder an einer neuen sozusagen Wendung, glaube ich, sind. Das ist so algorithmisch, also die werden bestimmt und dann läuft. Genau. Da hat ja, ich meine, Harun Farocki hat da solche Sachen schon wie lange vorweggenommen in seinen Filmen, wo auch solche Bilder dann zum Tragen kommen von Waffen, die. Ja, gerade im Kunsthaus Zürich bei der Ausstellung Expand und einfach das Fußballpanorama. Genau im Raum zusammen mit Harald Frokis, ich weiß nicht, wie das Video heißt, was genau um diese Bilderzeugung geht durch elektronische Flugzeuge und nach Games. So, das ist diese Wechselwirkung zwischen Kriegsgerät und Videogames. Das war wirklich neben dem Fußballpanorama, das hat irgendwie interessant zusammengespielt. Ich habe auch noch eine Frage, und zwar bin ich letzt gefragt worden, wann du denn mal wieder ein klassisches Fotoprojekt machen willst. Ja, also, wird es ein Spätwerk, wird es ein frühes Spätwerk geben, wo du wieder zurückkehrst zum klassischen? Also ich bin ja im Moment an dem Punkt, wo ich bei dieser Mannheim-Geschichte bin ich auch ein bisschen an die Grenzen gestoßen, aus zwei Gründen. Das eine ist, was kann man mit dem Verfahren noch machen? Wann wird es Repetition und wann wird mehr davon machen noch interessant? Und wegen wie? Und da hat es halt aus der Idee, 7 solche zu machen und letzte Orte zu finden, hat da 2, 3 Projekte dabei, wo man sich dann schlussendlich schon fragt, was ist jetzt da der Mehrwert von dieser Technik dran? Oder? Und dann ist also für mich jetzt auch so etwas wie ein temporärer Abschluss. Ich bin nicht sicher, ob ich nachher mit dem weitermache. Im Dezember habe ich eine große Ausstellung auf 700 Quadratmeter in Genf, 2 Etagen. Mit Buchpublikation, wo diese ganze halbautomatische Fotografie zusammengefasst wird in einer Ausstellung der Publikation und was danach wird. Ich hab einerseits genau Lust auf das. Es gibt auch 2 angefangene Projekte. Eine hat sogar mit Davos, mit dem gebauten Davos zu tun, weil es gibt in Davos nur Bilder, die irgendwie im Zusammenhang mit Tourismus entstanden sind. Es gibt kaum Fotoarbeiten oder unabhängige Bilder. Von da aus. Das ist ein interessantes von mir. Ja. Nicht mal, ja, oder ganz wenige. Also ich weiß es noch nicht, aber die andere Geschichte ist das, was ich damals technisch gemacht habe, war schon damals nicht losgelöst von Leuten, die technisches Know-how haben. Ich meine, heute ist es, glaube ich, wenn man da selber weitermacht, man kommt irgendwann
neuen Projekte, das sind ja genauso sozusagen Programmierprojekte, wie es eigentlich Fotografierprojekte sind. Also da geht es eigentlich nur noch um das Generieren von einer konzeptuellen Idee und der Rest von der Synthese oder der Datenflüsse sozusagen ist eigentlich eine Programmierung. Und es ist so, ja, und dann ist es auch ein wahnsinniges technisches Wettrüsten. Bei mir ist es ja auch so, dass es ja eigentlich ein Gedanke, der mir auch wichtig ist, diese Programmierung ist ja eigentlich eine Programmierung des Versagens, eine Absage an der Technik, oder? Immer durch. Die mich immer schon ein bisschen begleitet, auch seit ich, meine Lehre als Radiofernsehelektroniker beendet habe, hat das für mich irgendwie, das Technik ist da immer was suspekt dran, das kann einen beherrschen, oder? Und ich bin da manchmal zwischen, ja, du musst jetzt noch weitergehen, und sagen, hey, jetzt reicht es wirklich, ich gehe jetzt wieder. Und gleichzeitig das Nostalgische mit dem Schwamm, mit der Analogfotografie, was jetzt da den Foto ernst hat, da betreibt sie im Moment einen Romantizismus, das ist fast nicht erträglich, das ist ein Lifestyle-Romantizismus, der Analogfotografie. Das schreckt mich dann auch wiederum ab. Aber ich weiß es noch nicht. Also, ja. Also lassen wir uns überraschen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war erkenntnisreich. Ich habe noch Sachen heute gehört, die ich nicht wusste. Aha. Du hast noch Fragen gestellt, die du noch nicht beantwortet hast. Ja.